Hallo, liebe Freunde von Grenzenlos Leben. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute zum Thema: Hast du mal 2 Groschen? Schmeiß dein Smartphone weg. Doch zuvor bitte Newsletter abonnieren, den Kanal hier abonnieren und das wahre Grenzenlose Leben auf Telegram gleich mit abonnieren. Hast du mal 2 Groschen? Schmeiß dein Smartphone weg. Jetzt sagst du vielleicht, was soll mir das sagen? Viele wissen vielleicht gar nicht, dass es Zeiten ohne Smartphone gab, dass es Zeiten mit normalem Telefon gab. Und in diesen Zeiten gab es noch Telefonzellen und öffentliche Fernsprecher, nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt. Und die Größenordnung für ein Telefongespräch war damals 2 Groschen, also 20 Pfennig. Heute wären das 10 Cent oder heute würde man 2 10-Cent-Stücke dafür nehmen. Das war der Preis. Und wenn man telefonieren ging damals und unterwegs war und nicht zu Hause war, dann ging man zu einem öffentlichen Fernsprecher und schmiss dort Groschen, 50 Pfennig oder Markstücke ein und konnte telefonieren. Manche haben ganze Stunden in Telefonzellen verbracht, mit ihren Freunden, Bekannten, Eltern, Freunden und Freundinnen telefoniert. Das war einmal so. Und war das schlecht? Nein, das war natürlich nicht schlecht. Denn die ständige Erreichbarkeit heute ist ja kein Vorteil, ist ja nicht für dich irgendwo positiv. Früher hat sich die Welt auch gedreht. Früher wurden auch Geschäfte gemacht. Und wenn die dir alle jetzt einreden, dass alles schneller geworden ist und dass man alles schneller machen muss, dann ist das eine Entscheidung, nämlich deine Entscheidung. Wenn du sagst, ich mache mit, du kannst aber auch sagen, ich mache nicht mit. Und jetzt sagen vielleicht manche, ja, aber ich kann mich nicht verweigern, das geht nicht, ich muss ja ans Telefon gehen, ich muss erreichbar sein. Ja, was für ein Quatsch. Du musst gar nichts, du musst sterben. Das ist alles, was du auf dieser Welt musst. Alles andere sind deine Entscheidungen. Und ob du erreichbar bist oder nicht erreichbar bist, ist deine Entscheidung. Ich gehe grundsätzlich nicht ans Telefon. Mir ist das ehrlich gesagt ziemlich komplett egal, ob mich jemand anruft. Ich sehe ja, wer mich angerufen hat. Das war früher nicht der Fall, muss man dazu sagen. Da gab es dann als Neuerung in den 70er Jahren Anrufbeantworter, die man neben das Telefon stellte. Und davor wusste man halt nicht, wer angerufen hatte. Hat auch funktioniert. Aber heute siehst du, wer angerufen hat und du kannst entscheiden, ist das wichtig oder ist das nicht wichtig. Und es gibt eine Grundregel, 95% der Dinge haben sich nach 24 Stunden sowieso erledigt. Und insofern passiert mir das oft, dass ich Leute dann nach einem Tag mal zurückrufe und sage, hä, was denn los? Nee, hat sich erledigt. Ja gut, hat sich erledigt. Das meiste im Leben erledigt sich eh von selbst. Mal drüber nachdenken. Die ständige Erreichbarkeit ist eine Form der modernen Sklaverei, weil du dich den Wünschen, dem Willen, den Vorstellungen anderer beugst, unterwirfst. Und wer jetzt sagt, ja, aber ich nicht, das ist schon wieder bei ja, aber. Es ist eine Entscheidung, nicht erreichbar zu sein. Punkt. Denn nichts ist so wichtig, dass es sofort gemacht werden muss. Nichts ist so wichtig, dass du quasi im Standby dein Leben verbringen musst. Und nichts ist so wichtig, dass du akzeptierst, dich von diesem Sklaventreiber, und was anderes ist ein Smartphone nicht, gängeln zu lassen und kontrollieren zu lassen und lückenlos überwachen zu lassen. Und im Jahr 2021 komme ich zu der Auffassung, dass du dein Smartphone wegschmeißen solltest. Jetzt nicht unbedingt physisch. Aber wenn du aus dem Haus gehst und es nicht anonymisiert ist, du also kein Smartphone, was ein sauberes Betriebssystem wie Graphene OS, was ich hier auf dem Kanal schon vorgestellt habe, drauf hat, wenn du keine anonyme SIM-Karte hast, dann solltest du nicht allzu viel mit deinem Smartphone machen, weil du wirst lückenlos überwacht. Das musst du wissen. Das musst du auch verstehen. Und insofern solltest du auch mit einem Apple-Smartphone sehr vorsichtig umgehen.
wenn du ein gereinigtes Android-Smartphone hast, okay, aber auch damit sollte man vorsichtig umgehen. Schlaue Menschen schmeißen monatlich ihre SIM-Karte weg. Das geht in Deutschland nicht unbedingt. Aber man kann auch in Deutschland solche Situationen erreichen. Und jetzt sagen manche, ja, aber dann bin ich doch nicht erreichbar. Ja und? Wo ist bitte das Problem? Auch dafür gibt es Lösungen. Dafür gibt es VoIP-Telefonie, also Voice over IP, was du dir auf das Telefon laden kannst, was natürlich auch abgehört wird, logischerweise. Aber dadurch bist du nicht an die SIM-Karte oder an den Carrier gebunden und kannst problemlos telefonieren. Zipgate, Playstell und wie sie alle heißen. Denn das Smartphone ist das, was die Versklavung immer weiter vorantreibt, deine Unfreiheit immer weiter vorantreibt. Es ist nicht nur die permanente Erreichbarkeit, die dich zerstört und kaputt macht, die du auch nicht brauchst. Denn die Menschen haben bis 1990, 2000 problemlos ohne die Scheißdinger gelebt. Völlig problemlos. Es gab ein Leben vor dem Smartphone. Das wissen nur die jüngeren Menschen oftmals gar nicht mehr. Es gab ein Leben ohne Internet. Das wissen auch viele Menschen gar nicht mehr bewusst. Wobei ich das Internet nicht schlecht machen will. Bitte nicht falsch verstehen. Aber grundsätzlich, die totale Kontrolle durch Smartphone und Technologie, die lehne ich persönlich zu 100% ab. Und dagegen kannst du dich wehren und davor kannst du dich schützen. Ohne große Probleme. Nämlich, du bist nicht erreichbar und du entscheidest, wann du mit wem, wo und zu welchen Bedingungen sprichst. Punkt. Das ist nicht verhandelbar. Das ist deine Entscheidung. Und zweitens, wenn du das Haus verlässt, wenn du wohin auch immer gehst, kannst du das Ding problemlos ausschalten. Ja, ausschalten. Du brauchst unterwegs kein Telefon. Ging früher auch fantastisch. Okay, wenn du liegen bleibst, ist es komfortabel, weil dann brauchst du nicht zu irgendeinem Telefon laufen. Aber ansonsten wirst du lückenlos und permanent getrackt, wenn die Scheißdinger an sind. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Grund, warum du dein Smartphone wegschmeißen solltest. Das Smartphone ist das Instrument für den totalen Terror, den die Eliten und Diktatoren dieser Welt über die Menschen bringen wollen. Zumindest in Europa, zumindest in zivilisierten Ländern. Mit QR-Codes und Tracking und Pässen und Peaks-Pässen und was man alles noch auf diese Dinger draufladen möchte. Und die Leute sind so blöd und rennen mit ihrem wunderschönen gelben Buch in die Apotheken und lassen es digitalisieren. Wie blöd ist das denn? Du hilfst dem System, du hilfst den Terroristen, die dieses System einführen. Wehr dich dagegen. Mach nicht mit. Kein Mensch braucht diesen Schrott. Und dieser Schrott zerstört am Ende dich. Wehr dich gegen diese ganzen digitalisierten Angebote und Pässe. Lehn sie ab. Mach nicht mit. Luca-App habe ich auch ein Video zugemacht. Natürlich kannst du die Luca-App fantastisch umgehen. Gibt's Techniken, die funktionieren. Aber du solltest gar nicht mitmachen mit diesem Müll. Gar nicht. Smartphones, und da bin ich ganz klar und ganz deutlich, braucht die Welt nicht. Denn Smartphones zerstören die Welt und zerstören die Freiheit. Denk mal drüber nach und mach das für dich Richtige draus. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.